Mein Name ist Jana und ich freue mich, dass du auf meinem Kanal Jinchan gelandet bist. Aber wer mich nicht kennt, bei mir wird sich alles ums Cosplay, Basteln, Dekorieren, Upcycling, Einrichten, um all diese kleinen Sachen wird es gehen, weil mein Mann und ich gerade bauen und wir deswegen jede Menge Gelegenheit haben, kreativ zu werden. Na, was Streichen, Basteln, Möbel, Deko, also was angeht. Seid gespannt, ich bin's auch. Und lass uns ein bisschen zusammen kreativ sein. Wer mich kennt, der weiß, ich mag Japan. Was nicht verwunderlich ist, weil man sieht ja hinter mir meine kleine, also kleine, ne, Sammlung an Sailor Moon-Gegenständen. Ist wirklich jetzt gerade nur ein Ausschnitt. Ich habe noch andere Sachen irgendwo rumfliegen. Und ich mag so Kleinigkeiten wie sowas hier, die es in diesen Tombolas und sowas immer zu kaufen gibt. Oder in Automaten, die man so drehen kann, wenn man eine Münze reingesteckt hat, ne, dass man so eine Kleinigkeit rauskriegt. Das sind so kleine süße Broschen von Sailor Moon. Ne? Das ist jetzt hier die Brosche von Chibi Moon. Ich finde das halt total süß. Kann man aufmachen, kann man Kleinigkeiten reintun. Ist ein süßes Deko-Objekt. Und weil ich das so gerne mag und mich auch gerne überraschen lasse, habe ich mir diese Nihon-Box bestellt. Oh, ich liebe das. Da ist, steht zwar hinten drauf auf dem Lieferschein, der enthalten sein muss, damit der Zoll weiß, was da drin ist. Da steht so ungefähr drauf, was drin ist, aber nicht explizit. Und deswegen finde ich das total spannend, das aufzupulen. Und ihr könnt ja bei meiner ersten Nihon-Box 2020, so, das ist die allererste 2020, dabei sein. Ich habe natürlich schon mehr aufgemacht, aber ich bin gespannt, was jetzt im Januar da so drin ist. Wahrscheinlich wieder irgendein Goodie fürs neue Jahr, da freue ich mich immer drüber. Und wir pulen das jetzt mal auf. Kriege ich das hier so ab? Moment, hier ist Klebeband. Ja, das ist ja einfach. Na, wahrscheinlich haben die es beim Zoll wieder zugemacht. Manchmal gucken die nämlich ganz gerne rein. So. Gucken wir mal, was drin ist. Natürlich ist da immer ein Gruß drin. Obendrauf, immer passend zu dem Motto, das wir gerade haben. Und hier steht halt Yummy New Year. Yummy, also wird da was zu essen drin sein, denke ich mal. Oder was für die Küche oder so. Ja, Yummy New Year, ich bin gespannt. Da ist schon mal das Prospekt dazu. Das ist immer ganz gut. Da wird dann, wenn man etwas nicht versteht oder nicht weiß, was das sein soll, steht da drin, was es ist. Ja, also so eine Art kleine Hilfe, um zu verstehen, was da so drin ist. Und ich sehe schon ganz viele niedliche kleine Sachen. Ist das toll. Ich kann das voll haben. Yeah, voll geil. Neue Hashis, also Essstäbchen. Hashis sind Essstäbchen. Und anscheinend auch in einer 21 cm Länge, das ist normale Länge, ist gut. Das scheint mir das Motiv von Food Wars zu sein, wenn ihr das kennt. Da ist ein junger Mann, der unbedingt der beste Koch werden will, beziehungsweise besser als sein Vater, um später das Restaurant zu übernehmen, das sein Vater führt. Und ja, um den jungen Mann geht es. Und ich mach die mal auf, dann könnt ihr das sehen. Die sind nämlich mit einem Motiv, nämlich ist das, nicht, dass ich falsch was Falsches sage, genau, es sind Food Wars Chopsticks. Das ist Soma. Das ist der junge Mann. Man kann ihn einigermaßen erkennen. Da ist er. Genau. Das ist ja witzig. Dann kann ich jetzt immer beim Essen von Udon-Nudeln oder von Reis oder meinen geliebten Rahmen an Food Wars denken. Ist das witzig? Die kommen nachher gleich mit in die noch provisorische Küche. Die werden später meine richtige neue Küche dekorieren und erweitern. Wie finde ich das cool? Ich liebe Hashis. Klasse. Okay. Gucken wir mal weiter im Text. Jetzt habe ich das auch gleich aufgepult. Ach, naja. Ich bin immer so übermütig und schnell. Gut, das nächste nehmen wir passend dazu. Yummy New Year. Was zu essen. Das scheint mir eine Instant-Ramen-Suppe zu sein. Ich gucke nochmal. Ja, Takana-Ramen. Takana-Ramen? Get ready to use your new Food Wars Chopsticks. Ich wusste es. Ja, die beiden sollen sozusagen ein Pärchen bilden und man soll dieses mit diesem genießen. Ich gucke
nur mal ganz kurz, da scheint irgendein gewisses, so ein Special Flavor zu sein. Ich weiß, da ist Japan drauf abgebildet, also das komplette Land, die Inseln, aber da weiß ich jetzt nicht so genau, wo das ist. Fukuoka, eine Präfektur im Süden Japans. Okay, das scheint eine Spezialität aus Fukuoka zu sein, beziehungsweise es ist dem nachempfunden und ja, cool. Also ich freue mich. Hakaka. Ja, ich bin gespannt. Das werde ich auf jeden Fall demnächst mal essen. Mein Mann isst ja nicht ganz so gerne diese japanischen Sachen, obwohl wir heute haben japanisches Curry gegessen. Das stimmt auch nicht. Aber so eine Sache, da ist er immer sehr vorsichtig, weil er nicht weiß, ob er es gerne isst. Man muss ihn immer so ein bisschen langsam daran führen. Ist ja auch ärgerlich, wenn man etwas essen muss, was man nicht mag. Kann ich verstehen. Okay, also das passt schon mal zusammen. Das hat Hand und Fuß. Das gefällt mir. Finde ich cool. Und ja, pullen wir mal das nächste raus. Ja. Was nehmen wir denn? Ja, demnächst haben wir auch einen neuen Haustürschlüssel. Und das finde ich witzig. Ich mag auch Attack on Titan. Hier habe ich, das ist auch, mal ganz kurz gucken. Nicht, dass ich was Falsches sage. Attack on Titan. Ich habe hier Eren. Quasi die Hauptfigur des Animes und Mangas. Das ist Eren. Oder Eren. Wird ja immer unterschiedlich ausgesprochen. Das ist ein... da kann man seinen Schlüssel drum machen quasi. Man sieht das hier ganz gut. Kann man hinten auf den... den großen Knubbel, da wo der Ring dann rankommt. Da kann man das draufstecken als Deko oder als Schoner. Das finde ich ja ganz witzig. Hier unten guckt dann der Schlüssel an sich raus. Und hier hat man auch noch so einen kleinen... ein kleines Kettchen für den Schlüssel. Das finde ich ja witzig, finde ich cool. Sowas mag ich. So kleine Gadgets oder so kleine Kleinigkeiten. Das finde ich echt witzig. Weil neue Haustür, neues Schloss, beziehungsweise restaurierte Haustür, aber neues Schloss auf jeden Fall. Gut, hier sieht das aus wie ein Stoff, beziehungsweise ist ein Handtuch. Und es ist Relaxo und ich finde es witzig. Guck mal, ein Relaxo-Handtuch. Ist das süß. Das ist wirklich ein Towel. Snorlax steht da, aber es ist auf Deutsch ist es der Relaxo und ich liebe Relaxo. Und das ist in so einem Stil gemacht, als ob der irgendwie so eine Kinderzeichnung. Also es sieht aus, soll aussehen wie so eine Kinderzeichnung, denke ich mal, wie so eine Skizze. Und das finde ich total süß. Oh Gottchen. Das mag ich. Damit kann man, denke ich mal, Gästehandtuch oder so. Oder ich benutze es einfach, naja, fürs Bento ist es ein bisschen groß, oder? Weil wenn ich damit losziehe zur Uni und damit so einen riesen, mit so einem Riesenhandtuch. Nee. Ich werde dafür ein Plätzchen finden, auf jeden Fall. Manchmal, wenn ich was überhaupt nicht gebrauchen kann, verkaufe ich es weiter auf dem Flohmarkt oder so. Oder auch mal bei eBay Kleinanzeigen oder so. Aber das finde ich halt voll witzig und finde ich total niedlich. Das behalte ich auf jeden Fall. So, jetzt habe ich hier noch einen Schwamm. Und das ist... Wer hat früher Super Nintendo gespielt? Weil das ist Kirby. Ich liebe Kirby. Kirby ist cool. Das ist dieser kleine Kerl, der mir quasi aus der Seele spricht und alles einfach in sich aufsaugt und auffrisst. Ich bin auch so eine kleine Mampfmaschine. Ich liebe es zu essen. Und der kleine Kerl, der hat mir früher aus der Seele fast gesprochen. Das war so niedlich. Der hat immer alles aufgesaugt und konnte auch so ein bisschen dann, wenn er sich aufgeblättert hat, konnte er so ein bisschen schweben und mit seinen Beinchen und Armen dann so fliegen. Das ist total niedlich gewesen. Hat da so die Richtung angegeben. Voll geil. Finde ich witzig. Das scheint ein Schwamm zu sein. Ich gucke hier nochmal rein. Es ist ein Kirby Sponge Bath. Cool. Den kann ich dann später mit in meine Badewanne nehmen. Weil guckt mal da hinten drauf. Ist auch so ein kleiner Schrubben. Damit kann ich mich dann schön abschrubben, wenn ich in der Wanne liege. Finde ich ja mega geil. Alles Sachen, die ich für meine neuen, für das neu renovierte Haus echt gut gebrauchen kann irgendwie. Ne? Was für die Küche, was fürs Badezimmer. Voll witzig. So, wer ist das? Ach, das sind, da ist wieder eine Figur dabei. Und das ist von, Moment, jetzt muss ich erstmal, bevor ich was Falsches sage. Kimetsu no Yaiba, okay. Demon Slayer, ach so. Da bin ich noch nicht ganz so firm mit der Serie, deswegen war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil es sah mir ein bisschen zu alt, die Klamotte sah mir ein bisschen zu altmodisch für
My Hero Academy aus. Deswegen war ich jetzt gerade, ich bin nämlich erst in der zweiten Staffel, deswegen hätte sein können, dass er dann irgendwann wieder zukommt, dieser junge Mann. Aber das scheint mir Zenitsu zu sein. Ich kenne mich da jetzt gerade nicht so richtig aus, aber schreibt mir in die Kommentare, wie ist das ganz genau. Und vielleicht, wenn das wirklich ist, wenn das Demon Slayer, ich guck mal kurz rein, wenn das Demon Slayer ist, wo kann ich das gucken? Auf welchem Kanal bzw. auf welcher Plattform? Ich würde mich mal interessieren. Ich gucke mir ja mal gerne neue Animes an. Schreibt mir in die Kommentare, wo kann ich es gucken, wer genau ist das und ob sich es lohnt, es zu gucken. Ich habe da schon Cosplays von gesehen, hier von gerade von diesem jungen Mann hier mit dem, ich sage es mal ganz böse, Schweinekopf. Ich weiß nicht, scheint mir ein Schweinchen zu sein, deswegen. Oder ein Eber natürlich, der Hauer. Sag mir Bescheid, wer ist das? Ich würde es gerne wissen. Und als letztes habe ich dann drin, diesmal ist nicht so viel Kleinkram drin, das finde ich gut. Also viel Kleinkram ist immer ein bisschen fummelig, dann weiß man nicht, wohin mit dem ganzen Sheet und dann fliegt das überall rum. Weil man es aber auch nicht weggeben will und sich trotzdem darüber freut, aber man weiß nicht so genau, was mache ich damit. Als letztes, was ich mir gedacht habe, wegen des neuen Jahres, welches Jahr haben wir? Das Jahr der Maus, wer es nicht wusste. Und deswegen haben die hier ein Plättchen mit der Maus. Nicht die Sendung mit der Maus, das Plättchen mit der Maus. So, genau. New Year Ema Board, made in Japan. Wenn ihr das nicht kennt, diese kleinen Boards, die kann man sich an den Tempelanlagen kaufen, hinten seinen Wunsch draufschreiben und dann wird der aufgehängt und man spricht ein kleines Gebet am Schrein. Das ist eine Neujahrstradition in Japan und ich finde das total niedlich. Ich würde das auch gerne mal machen. Ich finde das immer total schön, wenn die dann richtig alle hinpilgern und ihre Neujahrswünsche und Grüße loszuwerden. Ich finde das total drollig und finde eine schöne Tradition auch. Jetzt ist die Box, guck mal, die ist jetzt leer. Aber ich denke, ich werde mir das da drauf notieren, was ich mir uns natürlich, meiner Familie und mir, für dieses Jahr wünsche und es einfach wahrscheinlich irgendwo mit ins Haus hängen, so als kleines Deko. Guck mal, das ist so schön gemalt, da ist der Fuji drauf, kleine Kirschblüten. Das ist total drollig. Ich finde das schön. Diese kleine Maus sieht ja total drollig aus, als ob so ein Wanderschaft wäre mit ihrem Stab, ne? Total, ich finde das süß. Ja, und leider war es das auch schon, mein Karton ist leer. Alle. Aber die Kartons verwerte ich mal ganz gerne weiter. Die nehme ich mal mit auf den Flohmarkt, dann mache ich da so Kramkisten draus, ne, so Kleinigkeiten. Man hat ja immer so Kleinigkeiten, die man verkaufen will. Und wenn die auf dem Tisch rumfliegen, ist nicht schön. Dann kommt da so ein Zettelchen dran, 1 Euro, 50 Cent, 20 Cent, je nachdem, was das ist. Man kann sich da jeder was zusammenstellen, wer möchte. Nur so nebenbei. Wie gesagt, mein Karton ist leer. Ich habe viele schöne Sachen, die ich später schön im Haus verteilen will. Badezimmer, Deko für die Haustür vielleicht sogar als Glücksbringer. Ein Handtuch, das ich mir zum Training nehmen kann, um mir das Gesicht um mir den Schweiß vom Gesicht zu wischen oder so. Total schön, ich freue mich wieder. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit dabei sein, wenn ich die nächste Box aufmache. Diese Box kommt bei mir einmal im Monat an. Schreibt mir das in die Kommentare und ansonsten seid gespannt, was so die nächste Zeit kommt. Ich denke, es wird so ein bisschen darum gehen, sich auf die nächsten Cosplays von mir vorzubereiten und, was ganz wichtig ist natürlich, das Haus langsam aber sicher mal ein bisschen einzurichten. Ich zeige euch auf jeden Fall dann mein Zimmer und was ich mir so vorstelle und wie ich das einrichten will. Und natürlich auch ein paar Basteleien, die ich dann da aufhängen möchte. Und ja, dann seid gespannt, was ich mir da ausgedacht habe. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Basteln mit Jin-Chan. Folgt mir auch auf Instagram unter Jin-Chan und seid gespannt, was bei mir so passiert. Ich bin es auch auf jeden Fall. Bis dann. Oh, das ging auch mal besser. Ne? Ich werde verdammte Scheiße.